Hallo und herzlich willkommen zurück zu Barojax On Air. Heutiges Thema ist das Nintendo Classic Mini Nintendo Entertainment System. Denn Nintendo hat von einer gewissen Konsole, von der ihr vielleicht gehört habt, und zwar das Nintendo Entertainment System, ich halte es mal ganz kurz in die Kamera, diesem schönen Gerät hier, mit einer schönen Klappe vorne, davon eine Mini-Version angekündigt, eine Plug-and-Play-Konsole, wo man quasi, ja, wo man eine kleinere Version der eigentlichen Konsole quasi dann vorliegen hat, die dann nur noch mit HDMI quasi an den Fernseher anschließt und dann dort 30 vorinstallierte Spiele drauf spielen kann. Und alles sind ganz geile Klassiker für das NES gewesen. Und ja, an sich, wie gesagt, das Ding soll kosten, ich glaube, 60, 69 Euro, glaube ich, in Deutschland. Im Lieferumfang enthalten ist quasi die Konsole an sich, mit einem Controller im Design von einem alten NES-Controller, der als Verschluss, beziehungsweise als Anschluss hat er denselben Ausgang wie der Eingang von der Wiimote. Das heißt, ihr könnt den Controller auch für eure Wii oder für Wii U verwenden, wenn ihr da Virtual Console-Titel drauf habt, also diese Download-Service von Nintendo. Und wie gesagt, ein Controller separat an sich kostet nochmal 10 Euro, glaube ich. Und das Ganze kommt raus am 11.11., glaube ich. 11.11.2016. Und ja, das ganze Ding ist extrem cool. Ich finde es mega geil. Ja. Und bin einfach mal, ich hoffe, ich krieg noch irgendwie eine Version in der Vorbestellung mit drin. Es ist leider bei Amazon Deutschland derzeit ausverkauft. Ich weiß gar nicht, wie es bei anderen Amazons aussieht, ob es sie vielleicht bei GameStop noch gibt oder sonst was. Ich bin mal gespannt, wie es da läuft. Wie findet ihr denn so die generelle Ankündigung von einer NES-Mini-Konsole oder NES Super. Classic? Find's super. Ich finde auch den Slogan geil. A Retro Blast from the Past. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr cool, ey. Und ich freue mich sehr drauf, Metroid zu spielen. Ja. Ja, sehr. Ich bin Aber voll der du, Fan. also du wirst es dir auch holen. Sehr cool. Dann habe ich auf jeden Fall dann schon mal, wo man dann sich das auch holen kann. Um mal kurz auf die Spiele noch einzugehen. Es sind 30 Spiele. Ich gehe mal kurz die Liste an sich runter. Balloon Fight, Bubble Bobble, Castlevania 1 und 2, Donkey Kong, Donkey Kong Jr., Aber wir können gerne mal Double Dragon dann spielen. Double Dragon 2, The Revenge. Double Dragon ist ultra geil. Ich habe leider nur Teil 3 hier für NES. Also ist auf jeden Fall der beste Double Dragon Teil. Dr. Mario, Excitebike, Final Fantasy 1, was auch sehr interessant ist, Galaga, Ja, Ghosts and Goblins, da werde ich auch sehr mich, interessant. das ist super geil, Gradius, sehr geiler 2D-Shooter, nicht unbedingt der beste der Konsole, aber immer noch ein sehr guter, Ice Climbers, geiler Koop-Titel, Kid Icarus, ein bisschen ein komplizierteres Metroid, Kirby's Adventure, das hatten wir tatsächlich mal am Channel gezockt, ich und Random, vor vielen, vielen Monaten, aber auch sehr cool, das Mario Bros. Arcade-Spiel, Mega Man 2, der von vielen Leuten beste Mega Man-Teil überhaupt, dann Metroid, was Atax eben schon gesagt hatte, Pac-Man, Punch-Out, allerdings nicht mit Mike Tyson, sondern mit Mr. Dream, was quasi nur Mike Tyson als Endboss quasi ist, nur halt heißt er hier Mr. Dream, weil die Lizenz damals ausgelaufen ist. Star Tropics, was glaube ich auch ein RPG ist. Super C, was quasi Contra ist, also Probotector in Deutschland. Was eigentlich auch ein interessantes Ding ist, weil die Contra-Spiele, was quasi nur zur Erklärung sind, Shoot'em-ups, ihr lauft mit zwei Leuten oder halt nur einem Typen, je nachdem, ob Multiplayer oder nicht, von links nach rechts und ballert alles nieder, was euch da entgegenkommt. Das war damals zu hart, dass es tatsächlich Menschen sind, die Menschen abballern, deswegen haben die daraus kurze Zeit Roboter gemacht. Und seitdem heißt die Serie in Deutschland oder in Europa allgemein Probotector. Aber die NES Classic wird jetzt wahrscheinlich die erste offizielle Nintendo-Ausgabe sein, wo ein Contra-Spiel nach Deutschland kommt. Dann Super Mario Bros. 1 bis 3. Serie kann man empfehlen, ist so sehr, 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 sehr geil. Alle drei Jump'n'Runs. Tecmo Bowl, was wahrscheinlich Football mit gemeint ist. Legend of Zelda, der absolute Klassiker. Und Zelda 2 Adventures of Link. Auch ein sehr cooles Spiel. Ein bisschen anders wie andere Legend of Zelda-Teile, aber trotzdem auch noch immer noch spielenswert. Und ich muss tatsächlich sagen, das, was diese Konsole für mich so interessant macht, ist halt wirklich die Liste von Spielen. Weil
ganz im Ernst, Spiele, die sie da auch hatten, die von nicht von Nintendo kommen, zum Beispiel Castlevania, Double Dragon, Final Fantasy, Galaga, Ghosts and Goblins, das sind ja alles nicht Nintendo-Spiele, sondern die kommen halt von Konami, von Capcom, von sonstigen Drittherstellern. Und das ist eigentlich auch das, was ich halt so geil finde, dass sie halt nicht nur die Marios, nicht nur die Zeldas, nicht nur die Tetris und sowas drauf haben, sondern tatsächlich Spiele, die auch wirklich teuer sind, sich so nochmal zu kaufen. Weil ich habe mal so eine Umrechnung gehört, wenn man sich quasi eine funktionierende Konsole kaufen will, mit einem zweiten Controller und quasi allen Spielen in Originalmodul dabei, dass man dann 350 Euro oder mehrere hundert Euro quasi dafür ausgeben würde. Weil allein solche Spiele wie Mega Man 2, die kosten teilweise schon 80 bis 100 Euro. Also das ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr geil, dass sie auch viele so viele Fan-Favorites auch mit da drin haben. Und ich finde, es ist auch wirklich perfekt gemacht für das Weihnachtsgeschäft, weil viele Leute werden sich das wahrscheinlich auch holen aufgrund der alten Zeiten wegen, weil sie das als ihre Kinder, als Kind gespielt haben. Oder halt, wenn sie den Kindern von heute eine Kleinigkeit noch schenken wollen und wenn die daran tatsächlich noch Interesse haben. Dann ist es auf jeden Fall auch noch eine coole Alternative. Ich finde es cool, dass die Controller an der Wii funktionieren. Also für mich tatsächlich so ein Rundum-Sorglos-Paket, da weiß ich, dass die 70, 60 Euro nicht verschwendet sind bei sowas. Ja, wie seht ihr das? Wie ist eure Meinung auch zu dem Spiele-Line-Up an sich? Ich finde es mega cool. Ich finde es auch cool, dass der Preis jetzt nicht so hoch ist. Ja. Also ich finde ihn total gerechtfertigt. Und, auf jeden Fall. Ich finde auch die Auswahl an Spielen cool und weiß nicht, funktioniert das mit dem virtuellen Dingens hier vom Nintendo? Hat das ein Internet an? Genau. Virtuelle Konsole. Nee, die Konsole an sich hat jetzt keinen Internetzugang, hat auch keine Festplatte drin, also ist wirklich nur. Also bleiben es die Spiele und da kommt genau, keine mehr zu. Da kommt alles keine klar mehr zu. Was ja, aber auch okay aber ist. Das, also. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, okay, man kann sagen so, hey, warum soll ich mir das kaufen, wenn ich das auch alles emulieren kann auf einem Emulator? Ja, aber ich finde diesen physischen Faktor da dann schon geil. So eine Mini-NES zu Hause stehen zu haben mit den Controllern. Es ich ist hab auch ja einfach den auch. Ja. Ich habe ja auch diesen Controller als USB-Stick, ich habe mir den ja umgebaut. Der sehr cool ist, ich bin da echt extrem neidisch drauf. Es ist nicht schwer, kauf dir einfach irgendeinen alten gebrauchten Controller. Ich habe ja zwei hier rumfliegen tatsächlich. Ja, aber du willst die ja bestimmt noch benutzen, ja, oder? Ja, das stimmt, also, ja. Einen alten Controller, dann machst du den auf, nimmst das Innenleben raus, USB-Stick rein, fertig. Dann noch ein Verlängerungskabel natürlich nach draußen. Ja. Es ist eigentlich nicht so schwer, aber es ist halt auch einfach ultra cool, so ein Ding einfach zu haben. Also als USB-Stick natürlich. Ja. Ja, vor allen Dingen, ich finde es halt auch, was auch noch so geil ist, es ist halt nochmal eine Gelegenheit, alte Spiele zu spielen. Ich bin ja sowieso so ein krasser Retro-Fan und habe mir zum Beispiel Castlevania 2 letztens erst gekauft bei einem An- und Verkaufladen hier in der Nähe. Und es ist natürlich schon geil, die Spiele physisch da zu haben, aber ich denke mal, für den Casual-Gamer oder auch viele Leute, die einfach nicht das Geld haben, sich eine Konsole mit all den Spielen zu holen und trotzdem mal ein paar Klassiker spielen wollen, das ist eine perfekte Alternative dafür. Was ich übrigens den gerade mal geholt. Ich halte dir mal die Kamera. Was denn? Den USB-Stick. Ja, das ist sehr cool. Sehr also, cool hier. Ja, also wie gesagt, das Ding ist ein 100%-Kauf für mich. Ich werde mir das holen und dann irgendwo noch gucken, ob ich dafür Platz finde. Und selbst wenn ich den danach irgendwo wieder wegstellen würde und dann nur raushole, wenn ich damit zocke, dann ist es aber trotzdem okay. Das Einzige, was in Deutschland und generell in Europa scheiße ist, und da muss ich Nintendo auch scheiße für anhören, ist, dass sie kein Ladekabel beipacken. Das Ganze funktioniert genau wie nämlich, bei dem 3DS. Genau, wie beim 3DS, nur ist halt hier eine Standalone-Konsole und auch der Anschluss ist quasi, es ist ein Micro-USB-Anschluss, also der Klassiker wie bei den ganzen Android-Handys und der funktioniert quasi auch über über so ein USB-Netzteil quasi an sich. Also an sich hat man sowas zu Hause, aber ich denke so, what the fuck, Nintendo, komm schon. So, in Amerika ist er dabei, das Ladekabel, aber warum in Europa nicht? Was soll der Scheiß? So, das frage ich mich auch. Vor allen Dingen, stell dir mal vor, wirklich Eltern kaufen das Kindern zu Weihnachten und die haben halt nicht dran gedacht und haben irgendwie so ein Ding nicht zu Hause. Und da muss erstmal noch gewühlt werden, ob nicht doch irgendwo was ist und dann ist der ganze Abend ruiniert. Und ich denke sowas, ach komm schon, das ist doch wirklich so ein Ding, weiß nicht, das kriegt man günstig irgendwo her. Und dann packt es so einfach dabei, dann haben die Leute nichts, worüber sie meckern können und gut ist. Aber wie gesagt, an sich die Idee, super cool,
ein bisschen scheiße, dass es halt ohne Ladekabel kommt, aber... Was ist das denn für ein Anschluss? Micro-USB. Micro-USB, ja. USB. Dann, da könnte man wiederum aber auch anders argumentieren, wenn doch jeder 10.000 von denen zu Hause hat. Ja, aber doch, kannst, braucht man das kannst nicht. Ja, aber du in kannst ja nicht Hinsicht, davon ausgehen. In Hinsicht der Umweltschutz, des Umweltschutzes. Ja, aber das ist Bullshit. Da, also ganz im Ernst, wenn du USB generell genormt, dass das in Europa genormt wird. Und ich denke mal, man sollte es ja zumindest draufschreiben oder in irgendwelchen Beschreibungen dann halt drin haben. Ja, aber ich find's einfach scheiße, dass du quasi ein Produkt kaufst, was du so nicht benutzen kannst. Das ist halt der Punkt. Und das ist halt immer so eine Sache, wo ich immer denke, okay, das ist wirklich unnötig. Und wie gesagt, Artax hat ja auch schon gesagt, dass es halt bei dem 3DS, bei dem New 3DS, ist es ja auch so, dass man nochmal für 10 Euro sich so ein Ding kaufen muss, so ein Aufladekabel. Und auch schon beim alten 3DS. Beim alten 3DS. Und das finde ich einfach nervig. Warum macht man sowas? Das ist einfach... 10 Euro ist ein bisschen übertrieben. Also da bezahlt sich... Das Originale kostet 10 Euro. Ja, bezahlt denn ein Original, bitteschön. Leute, die es nicht besser wissen. Eltern, die für ihre Kinder so eine Konsole kaufen. Ja, aber dann... Also selbst meine Eltern, die da nicht viel Ahnung haben, die haben früher schon immer irgendwelche Packs gekauft, wo... Ja, halt aber trotzdem, Rand, noch alles, ich glaube wirklich, drumherum. Dass da... Ich meine, die hängen auch im Laden direkt da drunter. Also warum solltest du es nicht da kaufen, weißt du? Das ist halt einfach so die Leute wissen es nicht besser. Die sehen, okay, Ladekabel ist nicht da drin. Das heißt, ich muss mir das noch kaufen. Okay, ist nochmal 10 Euro mehr. Das ist einfach für so eine Sache, das für mich ein grundlegendes Ding ist. Du weißt nicht, du verkaufst ja auch nicht... keine Ahnung, ein PC, wo drin noch eine Grafikkarte fehlt und sagst, eine Grafikkarte wirst du schon irgendwo rumliegen haben, weißt du? Das ist einfach für mich, ich finde, das ist einfach Konsumentenverarsche. Und das ist einfach der Grund, warum ich sowas nicht gut finden kann. Trotzdem ist die Box ja geil und trotzdem werde ich sie mir kaufen und Nintendo wird damit natürlich wieder mal durchkommen, aber trotzdem ist es halt scheiße. Ja, aber in dem Sinne, vielen Dank fürs Zugucken. Morgen noch, weitere News von dem Barojax On-Air-Studio, haut da rein.